Ich grüße euch. Willkommen zurück. Es geht weiter mit In Sound Mind. Wir sind dabei, die Arznei zusammenzumischen, mit der wir den Stier besänftigen können. Und haben eine Ingredienz davon bereits in der letzten Folge zusammengemischt. Jetzt sind wir mal gespannt, wie wir den Rest zusammenkriegen. Ich habe hier gerade einen Schlüssel eingesammelt. Drecksack. Dieser elende Scheißkerl. Ja. Okay. Erstmal umschauen. Okay, da ist ein Schaltkasten. Und da sind Rohrleitungen. Unsichtbare Rohrleitungen, auf denen wir klettern können. Das ist gut. Hier ist auch eine ganz komische Geräuschkulisse. Geräuschkulisse. Ist alles nicht so ganz angenehm hier. So ducke ich mich, genau. Eieiei, das ist aber knifflig. Hauptsächlich deswegen, weil es halt ja unsichtbar ist, ne? Aber kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Der Gelbe kann uns nicht aufhalten. Die Frage ist nur, wo es dann hingeht. Was macht das Spiegelbild von diesem Abluftventilator? Nichts. Ach, okay. Okay, easy. Boah. Oh, Schweinepriester. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kaffee. Du elender Kackstift. Und nun? Und nun? Gibt's hier was zum Spiegeln? Nee. Jetzt hänge ich hier rum. Hier ist auch nichts zu sehen. Boah. Boah. Die hat uns fast getötet, die Scheiße da unten. Ah, okay. Boah. Huiuiui. Ich will mal ganz kurz was umstellen. Nee, ich dachte, man kann die Körnigkeit ausschalten. Ich habe irgendwie auch den Eindruck, dass ab einer bestimmten Folge die FPS nicht mehr so hoch sind. Dass das Spiel nicht mehr mit 60 läuft. Zumindest nicht mehr so oft wie sonst. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt oder ob ihr das vielleicht auch bemerkt habt. Über Video, da ist sowieso immer alles ein bisschen anders. Dank YouTube. Aber ist mir jetzt nicht besonders störend aufgefallen, es ist mir nur irgendwie kommt mir es so vor. Ja genau, wir schießen mit der Shotty da drauf. Ich muss mir echt angewöhnen, die Items auch mal hier drüber auszuwählen. Das ist nämlich zwischendurch recht komfortabel. Nicht immer. Und solange man sich nicht dran gewöhnt hat... Ich will noch nicht darunter. Oh. Ich will selber entscheiden, wann ich darunter hüpfe. Jetzt nehmen wir mal die Shotty in die Hand. Wir haben kaum noch Leben. Mal gucken, wie das läuft. Jetzt haben wir noch weniger Leben.
So eine Kacke. Okay, wir haben den Schlüssel. Können wir nochmal eingesperrt werden? Wir haben gar keinen Schlüssel. Der ist verschwunden. Ja. Okay, jetzt haben wir den Verbrennungsraumschlüssel. Und sind kurz davor zu sterben, wenn wir nicht aufpassen. Und leider droppen die Kisten hier auch nichts. Na gut, gucken wir uns die Verbrennungsanlage an. Also die zweite Ingredienz kriegen wir wohl im Erdgeschoss. Ich glaube, wir sind gerade im Erdgeschoss. Oder wir sind im ersten Stock und das Pilzextrakt gibt es im zweiten Stock. Da wissen wir noch überhaupt nicht, wie wir hinkommen. It's locked. Fits perfectly. Speicherpunkt. Ich wäre sehr, sehr happy, wenn wir ein bisschen Lebensenergie finden könnten. Danke. Wie auf Bestellung. Ich wäre sehr, sehr happy, wenn ich 1 Million Euro finden könnte. Batterien nehme ich auch. Ist auch fast genauso gut wie 1 Million Euro. Alles gut. Bin komplett zufrieden schon. Jetzt. Ja. Und jetzt? Kommt da gleich irgendwas, was mich da runter drückt? Nö, eigentlich nur Steinchen. Sonst hast du nichts drauf, oder wie? Ah, da unten ist irgendwie Verbrennungsofen. Wir können an der Seite vorbei. Nee, auch nicht wirklich. Run. Du sadistischer Dreckskerl. Okay. Sieht aus wie ein Stahlwerk. Ach nee, das ist ja hier die Verbrennungsanlage. Aber wie kommen wir hier raus? Ah, ich sehe es. Alles gut. Ich sehe es, ich sehe es. Ja. Jetzt müssen wir nur noch auf den Träger draufkommen. Aber wie? Das ist die große Quizfrage. Tja. Ja, von hier aus. Ja. Gelöst, würde ich sagen. Sonst hast du wirklich nichts zu bieten? Du bist so eindimensional, Junge. Ich habe eine Schrotflinte, was sagst du dazu? Ja, jetzt hält das Ding an, oder wie? Nee. Irgendwas hat er hier aber gerade gebebt. Jetzt sind wir wieder unten. Ist das Licht ganz komisch. Okay, was gibt's hier noch? Hier geht's nach oben. Da ist Heilung. Da kamen wir raus. Mhm. Jetzt haben wir immerhin die ganze Anlage ein bisschen zugänglicher gemacht. So, jetzt sind wir ja im ersten Stock. Hier steht... Nee, Erdgeschoss, sorry. Wir müssen ins Erdgeschoss. Genau, im ersten Stock waren wir. Ach, wir sind mit dem Ding hochgefahren. Genau, jetzt gehen wir mal ins Erdgeschoss. Das Erdgeschoss ist natürlich mit dem Hof verbunden. Hier kennen wir uns schon ein bisschen aus. Draußen fährt der Stier immer noch durch die Gegend. Hm.
Erdgeschoss bedeutet ja hier Erdgeschoss dieser Anlage. Es muss hier also irgendwo noch weitergehen. Diese Tür muss während aller Experimente mit Köderpillen geschlossen bleiben. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass sich die Tiere während der Betriebszeiten einen Weg in die Halle bahnen. Ein streitlustiger Ex-Mitarbeiter hat gereicht. Ja, das kennen wir schon. Soll das heißen, dass man das aufmachen kann? Eventually. Weiß es nicht. Das kennen wir schon. Ach cool, hier konnte man noch einen Chip mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Ja klar, wir sind jetzt im Erdgeschoss. Okay. Okay. Interessant. Das? Ich muss in Bewegung bleiben. Jetzt habe ich keine Chance. Ich muss das alles im Vorbeigehen irgendwie regeln. Wir haben hier drei Hebel für Förderbänder. Okay, er kommt aber nicht hierher, oder? Na, er könnte schon hierher kommen. Doch. Ah, ich bin dauernd woanders, mein Freund. Du kriegst mich nicht. Nö, nö. Was ist das denn? Eine Truhe? Jetzt ist er uns aber gefährlich nah, weil wir halt auch gegen die Bänder rennen müssen. Hier bin ich sicher. Ja, komm doch. Hey, ich habe die Tür doch zugemacht. Guck mal, deine Zähne stecken in der Wand fest. So kann das ja nichts werden. Ne? Gibt es hier irgendwelche Tipps, was man mit der Anlage machen kann und machen muss? Jetzt haben wir aber ordentlich Shotgun-Munition. Vielleicht sollten wir sie im schlimmsten Fall auch einsetzen. Aber der macht uns halt viel Schaden. That's the problem. Ich muss die Bänder benutzen, um diese Kiste zu öffnen, glaube ich. Man kann hier blockieren. Okay, das ist gut. Das ist nicht unnütz. Aha. Ja, ja, man kann hier so... kleines magnetisches Schloss, okay. Bist du? Munition, Leben. Er kommt ja doch hier rein.
Die Arbeit an eurem Schutzraum ist abgeschlossen. Wenn ihr den Schalter betätigt, dürfte die abgegebene elektromagnetische Energie ausreichen, um das Magnetschloss zu öffnen. Warum ich einen alten Sprengraum in einen Raum umfunktionieren sollte, in dem ihr Dinge öffnen könnt, ist mir ein Rätsel. Ihr seid echt verliebt in eure Protokolle. Also hier können wir diese magnetische Kiste aufmachen. Offenbar. Also hier müssen wir das Ding irgendwie reinschaffen. Okay. Tja, hier sind zwar Scherben, die bringen hier allerdings im Moment nicht so viel Glück. Okay, also irgendwie das Ding hier reinschaffen, ne? Und mit den Umlenkplatten auf dem Band kann man das Kistchen in eine gewisse Richtung lenken. Gleichzeitig ihm auch den Weg versperren. Sicherheitsbehälter. Bei Erhalt eines Sicherheitsbehälters ist dieser ins Beförderungszentrum zu überbringen. Stellen Sie den Behälter auf das Förderband und leiten Sie ihn mit Hilfe der Bedienelemente in den Schutzraum. Achten Sie darauf, den Sicherheitsbehälter nicht versehentlich in einen anderen Bereich der Anlage zu befördern, da dies die Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses bedeuten würde. Geil. Jeder Sicherheitsbehälter enthält empfindliches firmeneigenes Material. Schützen Sie es, falls nötig, mit Ihrem Leben. Mitgemacht. Okay. Jetzt suchen wir uns die Kiste. Und dann versuchen wir, die mal hierher zu leiten, ohne dass wir vom Bullen getötet werden. Ich finde es witzig, aber ich glaube, das ist auch ganz schön anstrengend und knifflig. Ja, erstmal gucken, wo sie ist. Life is life. Okay. Die Kiste ist ja irgendwo hier, ne? Scheißkerl. So. Wo ist denn die Kiste? Die magnetische Kiste. Ich weiß es leider nicht. Die machen wir auch nochmal auf. Hier ist sie doch. Okay, aber die kriegen wir hier gar nicht mehr weg, oder? Okay, wir haben sie resettet. Irgendwie. Wo ist sie gelandet? Dann liegt sie.
Scheiße. So klappt das natürlich nicht. Ne, die soll ja da lang fahren. Ne, soll sie eigentlich nicht, ne? Ach, das kann man hochfahren. So. Nein! Okay. Alles klar. Okay. Okay, okay. Die fährt hier lang. Ja. Das müssen wir alles hoch machen. Und dann, wie kriegen wir sie jetzt dann hier runter? Mit dem Stapler vielleicht? Der Stapler hält die auf, oder? Hm. Hier ist dann auf jeden Fall erstmal Stopp, dann landet sie wieder hier. Dann fährt die im Kreis. Also mit dem Förderband vielleicht, was ja in diese Richtung fährt. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ups. Also der Stapler hält sich schon mal nicht auf. Ich hätte die gerne da oben drauf. Hier gibt es nichts zum Umleiten. Oh, verdammt. Das hat die Form seines Kopfes, ne? Sehr, sehr lustig. Hau ab! Ja, das wollte ich. Genau. Mit dem Förderband. Kann er... Er fährt dann da rein, ja. Gut, dass wir so viel Ausdauer haben, ne? Er fährt dann da rein, fährt dann... Scheißkerl, hör doch mal auf. Ich will doch mal nur gucken hier. Ey, ich balle dir gleich ein Loch ins Auge. Das da oben muss runter. Ein Auge ist kaputt, dann können wir ihn schneller ausschalten beim nächsten Mal, wenn nur ein Auge zerschossen werden muss, wenn ich ihn schnell ausschalten muss. Das hier muss runter. Bringt uns das was? Weiß es nicht. Es fährt dann hier lang. Ah, okay, das wird dann... Ja, okay. Wenn wir das noch wegmachen können... Ja. Und dann... Komme ich jetzt nicht hoch. Und dann fährt es hier rein, ja. Und dann ist es wieder... Ah, okay. Und dann läuft es hier oben lang. Das ist doch okay.
So, und dann landet es hier. Ah, okay. Ich glaube, wir haben es jetzt. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie... Jetzt müssen wir es nochmal finden. Sau witzig. Das ist sehr, sehr lustig hier. Wo ist das Ding? Nee. Da. Der mag uns nicht. Da ist sie. Okay, los geht's. Wenn wir alles richtig gemacht haben, läuft die jetzt von alleine zum Schutzraum. Wenn wir alles richtig gemacht haben. Drück die Daumen. Woher weiß er denn, wo ich hin bin? Scheiß Typ. Ah, sieht gut aus. Nee. Nee, nee, nee. Es ist nicht den Weg gefahren, den es sollte. Mist. Okay, wir müssen hier nochmal abgehen. Wir wollen hier oben drauf. Dafür... Irgendwo hatte ich noch einen Fehler gemacht. Er fährt jetzt einfach nur im Kreis. Bäh. Wie kriege ich ihn hier doch? Ach so, wir müssen einmal umlenken. Ja. Hier hoch. Und hier zumachen. Ja. Okay. Boah. Scheiß Typ. Und einmal. Hau ab. Dann einmal umlenken. Kerle! Okay. Ich gehe mal kurz hier auf einen neutralen Platz. Und dann machen wir das gleich, okay?